Das wär's auch noch. Und wieder gestochen. Soll ich die denn hinlocken, verdammt? Echt ohne Scheiß. Klappt doch mal. Immer dieselbe Scheiße. Ich bin einfach anscheinend zu dumm. Oh, es ist doch eigentlich ein total liebes Let's Play und ich bin nur am Motzen. Mann! Mensch, Mensch, Mensch. Ja, Häschen, mach bitte alle noch an den Rand, damit ich da am besten auch noch mal gleich runterfalle. Ey, mir reicht's gleich. Ich bin zu ungeduldig. Auch wenn ich dann die anderen noch mal machen muss. Das ist mir zu blöd, vor allen Dingen, weil auch nur eine Biene auf eine Blume geht. Kannst mich mal gerne haben. Ihr alle könnt mich mal gerne haben in diesem Level. Na, zumindest ihr Bienen. Der Professor scheint ja ganz nett zu sein. Und diese Honigblumen, die fand ich auch toll. Häschen? Ich wollte gerade sagen, eigentlich müsste hier doch noch eins sein. Ach ja, bald habe ich mein 15. Leben. Oh, nee, ich muss niesen. Oh Gott, das kam echt plötzlich. Wirklich plötzlich. Ich hoffe, dass mit nicht eine Zehntelsekunde meines Niesens mit aufgenommen wurde. Jetzt bin ich wieder total raus. Ja, mein 15. Leben habe ich ja gerade bekommen. Ich kann das auch noch bis 20 fortsetzen. Aber irgendwas wird mir sagen. Oder irgendwas sagt mir, dass das nicht sehr viel spannender wird. Ja. Was könnte ich noch erzählen? Oh. Gott, da war alleine gerade, dass ich so gerannt bin, die Biene nicht mehr dran. Ja, genau, was ich erzählen wollte. Ich habe bei meinen kleinen Recherchen zu dem Spiel herausgefunden, dass Spyros Originalstimme anscheinend Elijah Wood war. Oder ist. Ich glaube, ist. Ich hatte irgendwie nicht das Gefühl, dass ich das schon mal erwähnt hatte. Deswegen sei es an dieser Stelle nochmal gesagt. Sollte ich es schon erwähnt haben, dann habe ich es eben nochmal erwähnt. Für all diejenigen, die chronisch vergesslich sind. Und auch ansonsten nicht so das Langzeitgedächtnis haben. Oder einfach nur für die, die es eigentlich auch gar nicht interessiert. Dass es einfach mal aufgefrischt wird, dass das ja so war. Und sie ihre Vergessarbeit dann eben nochmal betreiben können. Oh Mann, ich rede wieder so eine Scheiße. Das ist bestimmt alles nur wegen dieser... Mann, blöden Biene. Los. Hoch da. Es läuft wieder ein ganz klein bisschen besser. Ich mag noch nicht mit meinem Controller schmeißen. 16. Leben.
glaube, ich mache das echt nur noch bis 20. Wenn es bei 20 nicht geht, dann haben wir eben eine viel zu wenig. Erstmal. Ich denke, wir müssen die am Ende ja sowieso nochmal holen, weil wir sonst nicht zu Grendor kommen. Aber dann farm ich halt alles, was ich vorher nicht geschafft habe, ab. Und bringe mich dann endgültig zur Verzweiflung. Und werde die letzten Parts nur noch schreien und fluchen und durchdrehen und ausflippen. Aber ich glaube, das ist mir lieber, als wenn ich den Anfang jetzt so blöd durchkaue. Nicht vorankomme, nichts klappen will und... Das war schon wieder so ein richtig beschissener Anfang. Häschen, bitte. Ach ja, aber ich denke, das wird jetzt bestimmt in den zukünftigen Levels auch so sein, dass mindestens eine Aufgabe mir das ganze Level versaut. Okay, sollte ich es bis 20 auch nicht geschafft haben, werde ich vielleicht auch mal gucken, wie andere das bewältigt haben, weil meins ja einfach nur, keine Ahnung, ich bin einfach zu dumm oder habe kein Glück oder die scheiß Biene ist komisch programmiert oder was weiß ich. Auf jeden Fall will es nicht. Los, komm. Ach ja, und was gibt es noch so für Infos? Spark ist anscheinend Spyros Halbbruder. Das war mir auch noch nicht so bewusst. Aber im Grunde habe ich sowieso kaum Ahnung von Spyro. Von daher war da, bis auf das, was in Spyro Season of Ice passiert, eigentlich nicht so wirklich bekannt. Ja, ja! Fuck! Oh, entschuldigt den Ausdruck, aber ich bin einfach nur froh. Vielen Dank, vielen herzlichen Dank, Spyro. Also, ich muss los. Hier, vielleicht kannst du etwas mit diesem Dingsbums anfangen, mit dem ich mir den Honig von der Windschutzscheibe gekratzt habe. Sieht ja jetzt nicht so besonders aus. Und tschüss, Professor. Ja, ich bin gerade so geschockt, glaube ich, davon gewesen, dass es geklappt hatte, so dass ich nicht mal in der Lage war, anständig zu lesen. Ja, und jetzt befreien wir sie. Ich habe Kirsten gerettet und sie hat sogar bei ihrem Kuss irgendwie so ein... Also es war so ein Stern auf einmal vor ihr erschienen. Das gefällt mir natürlich sehr. Ich bin sehr sternbegeistert. Naja, und jetzt können wir hier endlich raus. Wenn ich den Ausgang finde. Und wenn ich ihn finde, dann auch noch heil erreiche. Okay, da ist schon wieder so ein Honigding. Geht es da lang? Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Und das ist falsch. Wieso wundert mich das auch nicht? So, wo können wir noch lang? Ist hier was? Ja, da unten geht's lang. Wow, ich bin diesmal nicht wie vorhin untergegangen. Das ist doch auch schon mal sehr positiv. Okay, dann wollen wir hier hoch erstmal. Und hier ist nichts. Da ist eine Fee.